Moin, ich bin Tom Hecker, ich bin 35 Jahre alt, bin Travesti-Künstler und ich wohne in der Stadt. Ich bin der Präsident von Rosa Lützebüsch, eine Vereinigung, die den Alltag von der LGBTIQ+-Community zu Lützebüsch vereinfacht. Wir sind immens hilfreich, unter anderem Gesetzesänderungen unterstützt zu haben, die die Bestätigung von homosexuellen Koppeln unerkannt und die Adoption zulässt. Wir organisieren noch all Jahr Luxemburg-weit, die immer mehr Leute anzieht. Aufgrund von den sanitären Mesuren wird sie dieses Jahr digital stattfinden, mit einem ganzen Körbe Überraschungen an einem Drag-Bingo als Aufschluss, den ich selber werde moderieren. Es war überwältigend letztes Jahr bei der Marsch der Egalität, die 6000 Leute an der Straße von Eschwölzig zu sehen. Homosexuelle, Männer und Frauen, Personen mit und ohne Handicap, sie alle gut zusammen gegen Diskrimination. So eine wunderbare Unterstützung treibt mir Tränen an den. Ich muss aufpassen, dass die Mascara von meinem alter Ego nicht verläuft. Der will ich vorstellen, Seraphim. Für ein altes Spektakel geht es immer dasselbe Ritual. Ich mache ein Blut von meinem Schminkspiegel und ich stehe schon mein Rasierapparat und steckte aus. An 3 Stunden drauf, Eddie Tom, meine Seraphim. Während den Tom echt der Schei ist Seraphim mehr durchdriven, aber immer distanziert. Mit viel Klasse ist es immer darum bemüht, die Welt ein bisschen schön zu machen. Er tanzt, er singt und mich so gut kann er lesen. Übrigens gaufen Seraphim an den Tom noch nie am nämlichen Raum gesehen, ob man es nicht als ich weiß.